Was ist das gezeichnete Kapital? Manche dazu sagen dazu auch Grundkapital. Und bei einer GmbH heißt es Stammkapital. Was ist das? Bei einer Aktiengesellschaft ist es Anzahl der Aktien mal Nennwert der Aktien. Das ist das gezeichnete Kapital. Anteil der Aktien mal Nennwert der Aktien. Das ist das gezeichnete Kapital. Und Sie wissen sicher, der Nennwert der Aktie drückt aus das quotale Verhältnis. Ja, das quotale Eigentumsverhältnis. Also, Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Aktie mit einem Nennwert von 50 Euro. Das gezeichnete Kapital insgesamt sei 100.000 Euro. Und diese 100.000 Euro stecken natürlich auf der Aktivseite der Bilanz in den entsprechenden Vermögenswerten. 50 durch 100.000 ist ein Zweitausendstel. Das heißt, diese 50 Euro sagen nichts weiter, als dass ihnen ein Zweitausendstel von den Vermögenswerten der Aktiengesellschaft gehört. Mehr nicht. Ja? Und wenn nun diese Aktie an der Börse gehandelt wird und wird zu einem Kurs gehandelt von, sagen wir, 200 Euro, da hat mein Opa immer dazu gesagt, das ist ja Betrug. Da steht 50 Euro drauf und da muss ich 200 Euro für bezahlen, das ist ja Betrug. Der hat sich hartnäckig geweigert, bis zu seinem Tode, zu akzeptieren, dass das zwei unterschiedliche Sichtweisen sind. Das eine ist der quotale Anteil. Man könnte auch schreiben, statt 50 Euro, diese Aktie verbrieft einen Eigentumsanteil von 1/2000. Das könnte man genau so da schreiben. Das ist genau die gleiche Aussage. Und die 200 Euro an der Börse ist die Frage, wie viel ist es dem Markt wert, unter Auspendelung von Angebot und Nachfrage, 1/2000 von dieser Gesellschaft zu besitzen. Das ist was völlig anderes. Ja? Und hier beim gezeichneten Kapital geht es um Anzahl der Aktien, wie viele Aktien sind ausgegeben worden, emittiert worden, herausgeschickt worden, emittieren nennt man das, ausgegeben, rausgeschickt wörtlich worden, mal Nennwert der Aktie ist das gezeichnete Kapital. Ja? Nichts anderes steht da drin. Bei einer Aktiengesellschaft heißt das auch, der Ausdruck ist etwas älter, Grundkapital. Bei einer GmbH, die natürlich keine Aktien hat, sondern Anteile, da heißt das GmbH Anteile, ist das das Stammkapital. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.